Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Amazon Frankreich zugeschickt, gestern Abend noch. Und da war das Steelbook drin zu Evil Dead Rise in der 4K-Auflage. Und ja, es wurde am Anfang gesagt, es kommt kein 4K-Steelbook in Deutschland heraus. Und siehe da, Amazon hat eins gelistet, habe ich geguckt, das bestelle ich jetzt gleich mal. Und dann, jetzt im Nachhinein, wird auch dieses Steelbook auch nochmal in Deutschland veröffentlicht. Aber hat schon geheißen, dass eventuell hier der Schriftzug mit dabei ist. Nicht nur dabei ist, ich bin skeptisch. Laut den Produktbildern von Amazon Deutschland ist auch hier der Schriftzug drauf. Was nun im Großen und Ganzen wirklich herauskommt, das werden wir eben dann erfahren, wenn auch das Deutsche veröffentlicht ist. Ich habe es mir auch vorbestellt, aber wenn es komplett tauglich ist, dann würde ich wieder zurückschicken. Ihr könnt es gerne von mir haben. Denn ganz ehrlich, ein und dasselbe Steelbook brauche ich nicht zwei oder dreimal. Ja, über den Film habe ich schon mehrmals berichtet in einer Review oder auch im Filmreihen wieder zu Tanz der Teufel. Am besten mal die Videos angucken dazu. Ich bin leider kein großer Freund von diesem Film. Obwohl sie alle hoch loben, diesen Film. Aber ganz ehrlich, dieser Film ist einfach für mich nur lächerlich. Und für mich kommt da wirklich keine einzige Spannung auf. Er ist eigentlich eher mehr zum Fremdschämen, wie ich persönlich finde. Aber natürlich, als Tanz der Teufel-Fan muss auch dieses Steelbook mit hin, um es auch wieder in die Sammlung reinzustellen. Und ja, das Evil Dead Steelbook hier hat auf jeden Fall keine deutsche Tonspur mit dabei. Weder auf der 4K noch auf der Blu-ray-Disc. Also wenn ihr es euch bestellt, dann solltet ihr schon wissen, es gibt da keine deutsche Tonspuren. Deswegen habe ich auch schon die 4K-Disc hier nach oben. Die kommen da direkt hier mit rein. Und oder einfach, ihr wartet einfach, bis eben das deutsche Steelbook auch noch erscheinen wird. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Ganze mal ganz genau an. Bisher habe ich jetzt noch keine einzige Beschädigung gefunden. Gott sei Dank, bin ich schon mal sehr froh. Und ja, wir haben hier wieder ein paar Aufkleber mit dabei, zumindest Klebchen, die recht dünn hier oben befestigt worden sind. Denn hier eben das Metropolitan 4K Ultra HD Blu-ray ist wirklich wieder sehr schwer zum Abmachen. Wir probieren es einfach mal aus, aber doch, es geht eigentlich ganz gut. Hier ging schon mal ganz gut. Ja, okay, war nichts Dramatisches. Ist abgegangen und so viel wie ich es auch hier sehe, ist auch nichts beschädigt. Also von daher haben wir schon mal ein gutes Steelbook bekommen. Und wir gehen jetzt dann direkt damit mal in die Ego-Perspektive über. Und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Steelbook zu Evil Dead Rise aus Frankreich. Und bevor wir zum Steelbook kommen, gucken wir uns mal ganz kurz hier das Beiblatt an, beziehungsweise die Banderole an. Hier oben an den Ecken haben eben hier diese zwei Aufkleber mit dabei gehabt und hier nochmal. Aber wie gesagt, das hat sich wunderbar ablösen können. Und hier eben dann auf Französisch eben hier die Inhaltsangabe, ein paar Bilder dazu noch aus dem Film. Und hier eben dann die Disque 1 und 2. Und wie ich schon sagte, hier ist auf jeden Fall keine deutsche Tonspur mit dabei. Inhaltlich denke ich, man müsste, denke ich mal, genauso sein wie die deutsche 4K-Disc. Also hier gibt es wahrscheinlich keine großen Änderungen. Und hier eben dann die Tonformate, ihr seht hier schon, Englisch und Französisch ist hier mit dabei, Dolby Atmos sogar auf der 4K-Disc, aber auch auf der Blu-ray ist ebenfalls dabei. Und der Film geht 136 Minuten, auch hier natürlich in der Uncut-Fassung. Und so wie schon mal zu der Banderole, gibt es eigentlich nicht sehr viel weiter zu berichten. Und jetzt hier mal das Steelbook. Ja, das Steelbook ist ein ganz normales, schlichtes Steelbook ohne großen weiteren Zutun, also keine Prägung, kein Glanzeffekt, ist ein mattes Steelbook hier. Der Druck ist jetzt nicht ganz so scharf, wie ich finde, wenn wir hier näher rangehen. Ist aber noch okay. Passt auch sehr gut zu dem Film, wie ich finde, die ganze Aufmachung. Und hier eben dann die Mama kommt zu Papa. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Steelbook, ist auf jeden Fall okay für diesen Film. Passt das schon ganz gut. Natürlich hier mit einer Prägung und einem Glanzeffekt hätte das ganze Steelbook ein bisschen aufgewertet werden können. Aber ihr wisst ja, es ist ja nicht mehr so wie früher. Dann einmal hier den Spine. Hier haben wir einmal Ultra HD Blu-ray Disc und das Blu-ray Disc Logo. Und eben hier nicht mittig den Evil Dead Rise. Und nur das Logo noch dann.
und auf der Rückseite nochmal ein weiteres, ja, Kinoplakat, kann man sagen, hier, was man auch schon kennt. Finde ich ganz gut gelungen. Hätte auch man das wunderbar auch hier als Frontmotiv machen können und hier eben zum Beispiel unten Evil Dead Rise hinschreiben können. Hätte auch sehr gut gepasst. Aber so im Großen und Ganzen ist das Steelbook dann doch ganz gut geworden. Und innen drin haben wir dann hier die zwei Discs. Einmal hier die Blu-ray-Disc auf dieser Seite hier. Diese schaut hier so aus, wie auch schon die Rückseite. Und einmal hier dann die Ultra-D-Disc. Diese schaut hier so aus, wie eben das Covermotiv. Innen drin haben wir hier auch nochmal dann ja, ein Innenmotiv mit der netten Dame hier mit der Kettensäge. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier eben mittendrin die Credits stehen. Man hätte es auch hier unten hin machen können, aber nein, mitten rein in dieses Bild. Ja, kann man jetzt so sehen, okay, ist ja wurscht, weil da die Disc davor ist, aber ganz ehrlich, was soll das? Also warum wird es hier oben reingedruckt, mittendrin? Hier hätte es doch wunderbar gepasst oder hier wegen mir oder hier oben auch, aber nein, hier einfach mal im Wind reingeklatscht. Ja, so wie schon mal zum Innenmotiv. Hier nochmal kurz nochmal das von außen. Ist okay, aber jetzt nichts Großartiges weiter erwarten. Denke mal auch, das ist auch ähnlich wie auch das deutsche Steelbook. Wie gesagt, eventuell kann es sein, dass das Deutsche eben nicht den Schriftzug hat. Aber wir werden uns einfach mal überraschen und dann werden wir sehen, was dann hier das gute Deutschland hier noch uns noch ein bisschen veröffentlicht wird. Ja, das war auch über das Steelbook zu Evil Dead Rise in der französischen Version. Wir machen das hier rein und dann geht es nochmal ganz fix zurück zum Hauptschirm. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das 4K Ultra D Steelbook von Evil Dead Rise aus Frankreich. Wer so bestellen möchte, es ist noch verfügbar. Ein Link unten in der Videobeschreibung. Das Steelbook ist, wie gesagt, recht schlicht gehalten. Keine großen Besonderheiten, keine Prägung, keine Stanzung, kein Glanzeffekt. Innen drin, ja, die Credits mitten reingepappt auf das Innenmotiv. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Natürlich nicht so ganz toll. Und ja, wie gesagt, das deutsche Steelbook wird ja im Oktober veröffentlicht. Also wer es auch noch haben möchte, könnte auch wieder problematisch sein. Ist auch wieder ausverkauft. Also am besten nochmal gegenüber gucken. JPC, MediaMarkt, Saturn, Amazon, Müller mal gucken. Und eventuell noch Glück und bekommt das auch noch. Ob das wirklich jetzt bauglich ist zu dem französischen Steelbook, da jetzt würde ich die Hand ins Feuer legen, eventuell fehlt eben hier auch dann der Schriftzug, was natürlich auch sehr blöd wäre, weil das ist eigentlich so das kleine i-Tüpfchen noch von diesem Steelbook, wie ich finde, dass auch hier ein Titel auf dem Covermotiv drauf ist. Aber wir werden es sehen. Und ja, das war's von mir. Bleibt alle schön gesund. Tschüss mit Ö und Beep.